Wer im letzten Jahr schon dabei war, im letzten Jahr waren wir ja Karl der Großen in der Altstadt von Zürich. In diesem Jahr haben wir etwas mehr Platz und in der Halle, wo es Essen gibt, gibt es hinten eine Bar. Und falls das hier nichts wird mit dem Streaming, nein, Spaß beiseite, ab 8 Uhr ist auch eine Bar eröffnet und ich habe bereits mal die Barkarte studieren können und kann euch berichten, es lohnt sich dort vorbeizuschauen. Die Drinks werden mit sehr viel Liebe hergestellt. Bis es aber soweit ist, gibt es noch ein paar Vorträge. Und ich glaube, wir beginnen jetzt trotz dieser technischen Probleme mit dem Stream. Neben mir steht der Michael. Michael arbeitet bei SwitchCert und wird euch etwas zum Thema Domains und dem missbräuchlichen Verwendung von Domains erzählen. Dort gibt es nicht einfach einen willkürlichen Mechanismus, sondern dort gibt es eine Verordnung dazu. Und da sich Michael beruflich mit dieser Thematik beschäftigt, wird er uns jetzt etwas dazu erzählen. Ja, danke. Wie gesagt, Michael Hausting, ich arbeite für Switch. Bevor ich zum eigentlichen Thema komme, möchte ich kurz sagen, wer Switch ist. Switch wurde gegründet vor ungefähr 30 Jahren als NREN, als National Research and Education Network. Wir sind eine Stiftung und unsere Destinäre sind die Schweizer Hochschulen und ein paar Forschungsinstitute. Wir betreiben in der Schweiz ein eigenes Glasfasernetz und schließen eigentlich vor allem diese Institute an und bieten ihnen neben dem Netzwerkzugriff auch noch andere Dienste wie ein einheitliches Identitätsmanagement oder EduRoam. Das kennen vielleicht einige von euch. Die meisten werden Switch aber daher kennen, weil das Internet vor 30 Jahren auch Domainnamen gebraucht hatte und Switch damals der Einzige war, der sowas machen konnte und wollte. Verwaltet Switch auch die Domainnamen für .ch und .li. Switch ist also die Registry. Bis vor 5 Jahren ungefähr waren wir auch noch Registrar, das heißt, man konnte auch Domainnamen direkt bei uns beziehen. Das hat das BACOM ebenfalls getrennt, das heißt, Switch ist jetzt ausschließlich die Registry und Domainnamen vertrieben werden über die Registrare. Switch betreibt noch die Name-Server für .ch und .li, das heißt, alle CH-Domainnamen sind in dem Zonenfile auf unserem Name-Server und dort delegieren wir an die autoritativen Name-Server von den entsprechenden Domains. Neben den DNS-Servern, die ein eigener Vortrag wären, machen wir aber noch andere Sachen für die Registry. Das erste ist, wir betreiben die sogenannte Registrierungsdatenbank. Das heißt, hinter der Zone ist eigentlich eine Datenbank und in diese Datenbank schreiben die Registrare rein, wem gehört ein Domainname und was ist der Nameserver, der dafür verantwortlich ist. Das Ganze geschieht über die Extensional Provisioning, das Extensional Provisioning Protocol oder EPP, mit dem kommunizieren wir eigentlich mit diesen Registraren. Wir betreiben noch das OIS, in dem steht, wann wurde ein Domainname registriert und wer hat ihn registriert. Wir haben vom BACOM auch noch den Auftrag, Security Awareness zu betreiben. Das macht meine Kollegin Katja. Und wir haben auch den Auftrag, DNSSEC zu fördern. Switch betreibt aber nicht nur das DNS. Switch ist eigentlich aufgrund des NRENs seit mehr als 20 Jahren auch die Heimorganisation von SwitchCert, dem Switch Computer Emergency Response Team. SwitchCert ist eins von den zwei nationalen CERTs in der Schweiz, neben Melanie. Das heißt, wir haben vor allem diesen privaten Sektor, in dem unsere Kunden sind. Das ist einmal das NREN. Da hat es angefangen, weil Studenten ja auf alles klicken, hatten wir auch zuerst Viren und Würmer in unserem Netzwerk. Und das war eigentlich der Grund, warum eigentlich das SwitchCert gegründet wurde. Da wir die Registry machen, machen wir seit ungefähr 10 Jahren auch das CERT für die Registry. Da haben wir schon angefangen, bevor es die Verordnung gab, weil Missbrauch findet auch mit und über Domainnamen statt. Wir haben aber auch Kunden aus dem privaten Umfeld, vor allem Banken,
Da geht es vor allem um E-Banking-Malware, aber auch Industrie und jetzt aus dem Energiesektor, wo es auch um IoC-Security geht. In dem weiteren Talk geht es aber eigentlich nur um DNS und es geht vor allem um DNS-Missbrauch. Was das genau ist, werde ich euch nicht sagen können, weil da gibt es große Differenzen zwischen ICANN, Registraren, Regierungen und jeder möchte da etwas anderes haben, aber ich kann sagen, was wir dort machen und was wir momentan sehen und wo wir auch aktiv werden bei Missbrauch. Das ist einmal ganz normales Phishing. Ihr habt sicherlich alle ab und zu auch eine E-Mail, die euch sagt, ihr müsst euren Account aktivieren, weil eure Mailbox-Quota voll ist oder weil das Passwort geresettet werden muss. Und wer dann dort seine E-Mail-Credentials eingibt, hat meistens keine Freude mehr mit seinem E-Mail-Account. Es geht um Spam, wobei Spam ein bisschen kritisch zu sehen ist. Für uns sind Spam-Mails, vor allem die Mails, mit denen Malware verteilt wird, wie in dem Beispiel Locky Ransomware. Das sind einfach Mails, die werden gesendet. Meistens wird der Absender irgendwie impersonifiziert. Und wenn man auf das Attachment klickt und das öffnet, hat man meistens Malware oder in diesem Fall Ransomware auf seinem Computer. Das Thema hat uns die letzten zwei Jahre vor allem beschäftigt. Fake Webshops, da geht es um Domains, die registriert wurden, meistens Domains, die vorher schon mal gebraucht wurden, auf denen dann sehr günstig Sneakers zu kaufen sind. Das Problem ist, wenn man dort seine Kreditkartendaten eingibt, kaufen andere mit der Kreditkarte ein und die Sneakers bekommt man wahrscheinlich auch nicht. Und wenn man sie bekommt, sehen sie sehr, sehr anders aus wie da auf der Webseite. Drive-by-Infections, das hat uns vor allem vor 5 Jahren beschäftigt, ist mittlerweile sehr zurückgegangen. Da geht es um hauptsächlich kompromittierte Webseiten, auf denen eigentlich Dritte Injects machen, um die Besucher mit Malware zu infizieren. Und das Letzte ist, es unterscheidet sich ein bisschen von den anderen Sachen, weil das jetzt kein Massenphänomen ist. Da geht es eigentlich um DNS-Hijacking, da werden DNS-Namen gehijackt, um dann über die gehijackten Verbindungen Unternehmen anzugreifen. Ich weiß nicht, wer von Sea Turtle gehört hat. Sea Turtle hat also auch die Schweiz betroffen. Und auch in Genf gab es Organisationen, die über gehijackte Domainnamen kompromittiert wurden. Das sind so die Phänomene. Was sehen wir? Jetzt möchte ich darüber reden, wie kommen denn überhaupt diejenigen, die die Domainnamen missbrauchen, zu den Domainnamen? Wir unterscheiden da zwei verschiedene Sachen. Das eine ist Take oder Buy, das heißt, als Actor muss ich mich entscheiden, nehme ich mir einen Domainnamen, der schon existiert, oder kaufe ich einen. Das ist die Statistik über die letzten 5 Jahre. Die Orangenen, das sind am Anfang 1000, 2016 waren es dann 2000, das sind die sogenannten, also das sind kompromittierte Webseiten meistens, ganz selten auch ein kompromittiertes DNS. Da haben die Angreifer einfach eine Webseite kompromittiert, um dort Phishing zu hosten, um Drive-By zu hosten. Und das Blaue sind Domainnamen, die ausschließlich dazu registriert wurden, um Missbrauch zu betreiben. Am Anfang Phishing, aber die großen blauen Balken in der Mitte, die bis 6000 gehen, das sind alles eigentlich Domainnamen, die registriert wurden, um dort Fake Webshops zu hosten. Also das ist ein Investment von der Seite der Actors. Das sind leicht 50.000 Dollar, wenn ich 6.000 Domainnamen registrieren möchte. Also man sieht, Cybercrime lohnt sich und die können sich leisten, mittlerweile jede Menge Domains zu kaufen. Und das ist auch das große Problem dabei, weil es sich lohnt und weil vor allem das so gut skaliert, ist die Geschwindigkeit dort ein Issue und der andere Issue ist eigentlich, dass das alles automatisiert ist. Das heißt, ob ein Krimineller jetzt einen Domainnamen registriert und dort einen Fake-Webshop macht oder 500, das ist für ihn eigentlich kein Aufwand, außer der Registrierungsgebühr. Wie du gesagt hast, es gibt zum Glück eine rechtliche Grundlage in der Schweiz,
Und das ist gut für uns, weil wir damit nicht in der Luft hängen und selbst entscheiden müssen, was können wir tun, was können wir nicht tun, was ist die Aufgabe der Behörden. Das alles ist zum Glück geregelt. Geregelt ist das in der sogenannten Verordnung über Internetdomains. Heute Morgen kam die Frage, was macht denn das BACOM? Das BACOM ist da eigentlich sehr aktiv, was die Regulierung von autoritativen Nameservern betrifft und vor allem was die Regulierung von den beiden Top-Level-Domains .ch und .swiss betrifft. Die Schweiz war mit eines der ersten Länder, die 2010 eine Regulierung von Domainnamen hatten. Damals war das noch in der AEFV, die eigentlich Adressierungselemente im Fernmeldewesen regelt, und ich glaube, seit 2014 ist das in einer eigenen Verordnung, die in der Verordnung über Internetdomains geregelt. Das betrifft jetzt vor allem die .ch Top-Level-Domain, die ja die nationale ist, die dem ISO-Country-Code entspricht. Bei GTLDs, also bei .com, .org, ist das Ganze komplett anders geregelt. Dort ist die Regulierung geschieht durch ICANN und den sogenannten Multi-Stakeholder-Prozess bei ICANN, wo ganz viele Leute an einem Tisch sitzen und versuchen, Agreements zu verhandeln. Die Agreements sind zum Beispiel das Registrar Accreditation Agreement oder das Registrant Agreement. Die werden also von ICANN verhandelt, und dann gibt es so eine Chain of Contracts, mit denen die einzelnen Akteure die Domainnamen registrieren oder weiterverkaufen, eigentlich an diese Agreements gebunden werden. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass für .ch gibt es genau eine Verordnung und für alle anderen GTLDs gibt es diese Verträge, vor allem mit ICANN. Und in der Verordnung sind gewisse Sachen geregelt, die ICANN nicht geregelt hat. Insbesondere sind in der VED Maßnahmen bei Missbrauchverdacht geregelt. Das ist Artikel 15 der VED, der uns ermöglicht, alleine oder auch in Zusammenarbeit mit den Behörden Maßnahmen zu treffen und auch Domainnamen abzuschalten. Es gibt weiterhin den Artikel 16, der heißt Amtshilfe. Da geht es darum, wie können wir die Schweizer Behörden unterstützen bei ihren Aufgaben. Es gibt weiterhin die sogenannte Identitätsüberprüfung, das heißt, die Registrierungsstelle kann von sich aus die Identität eines Halters überprüfen, und falls der Halter dem nicht nachkommt, wird der Domainname gelöscht. Es ist nicht so, dass wir als Registrierungsstelle verpflichtet sind, die Halterdaten zu überprüfen, das ist Aufgabe des Registrars. Das heißt, wir gehen eigentlich, wenn ein Domainname bei uns von einem Registrar registriert wird, davon aus, dass der Registrar die Identität des Halters überprüft hat und uns gültige Halterdaten gibt. Was auch noch geregelt ist in der VED, ist, dass eine Schweizer Behörde gewisse Sachen verfügen kann, wie zum Beispiel einen Domainnamen zu blockieren. Ist bis jetzt ganz selten passiert, und deswegen werde ich auch nicht weiter darauf eingehen. Auf was ich aber weiter eingehe, ist jetzt Artikel 15 und Artikel 16. Dann möchte ich anfangen mit dem Artikel 16, die sogenannte Amtshilfe. Langer Text, ihr braucht ihn nicht zu lesen, ich sage euch einfach, was drin steht. Es steht letzten Endes drin, dass wir Behörden und auch Organisationen, die Cybercrime bekämpfen, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten dürfen und ihnen Informationen über Registrationen geben dürfen und auch Personendaten bekannt geben können, ohne dass die betroffene Person ihr Einverständnis gegeben hat. Das ist jetzt wichtig, insbesondere mit der GDPR. Wenn bei uns jemand einen Domainnamen registriert, können wir sozusagen, kann eine Behörde von uns auch diese personenbezogene Daten verlangen. Momentan ist es sowieso noch kein Problem, weil die meisten Daten noch im HOIS stehen, aber das wird sich auch bald ändern, da werde ich noch drauf zurückkommen. Warum geben wir den Behörden eigentlich die Information? Das ist eigentlich der Artikel 3, weil Schweizer Behörden können uns auffordern, von Registranten eine Identität einzuholen und eine Schweizer Korrespondenzadresse bekannt zu geben. Und das ist ein ganz wichtiges Mittel für die Behörden, wenn sie jetzt feststellen, da ist irgendwas, was möglicherweise illegal ist in der Schweiz, und der Halter hat Adressangaben im Ausland angegeben, kann eine Schweizer Behörde uns auffordern, von dem Halter eine Adresse in der Schweiz zu verlangen
Und wenn der Halter dem nicht nachkommt, wird der Domainname gelöscht. Falls der Halter dem Ganzen nachkommt, kann die Behörde ihre eigentliche Tätigkeit aufnehmen und mit dem Halter in Kontakt treten und was immer ihr Job ist, dann machen. Bei Artikel 16 hat der Halter 30 Tage Zeit, um zu antworten. Und falls er das nicht tut, wird der Domainname nach 30 Tagen gelöscht. Der Domainname bleibt aber aktiv. Das heißt, der Halter hat dort eigentlich, außer dass er seine Identität offenlegen muss und eine Adresse in der Schweiz angeben, keinen Nachteil. Anders ist es bei Artikel 15. Artikel 15 ist ein sehr langer Artikel, da geht es um Maßnahmen beim Missbrauchverdacht. Die entscheidende Maßnahme hier ist, die es uns erlaubt, vor allem schnell zu reagieren, dass die Registerbetreiberin einen Domainnamen technisch und administrativ blockieren kann. Technisch und administrativ blockieren heißt, wir entfernen die Delegation aus der CH-Zone, das heißt, der Domainname löst nicht mehr auf, und wir blockieren ihn administrativ, das heißt, der Halter kann zum Beispiel keinen Registrartransfer mehr machen, er kann keinen neuen Nameserver eintragen, er ist einfach eingefroren. Wir dürfen das 5 Tage machen. Nach 5 Tagen müssen wir den Domainnamen eigentlich wieder deblockieren. Die Idee vom Gesetzgeber hier war, dass wir auch ohne eine Behörde handeln können, aber dass es da eine Gewaltenteilung gibt und die Registrierungsstelle wirklich nur 5 Tage handeln kann. Eine Behörde kann uns dann auffordern, das Ganze bis zu 30 Tage zu verlängern. Und nach 30 Tagen ist normalerweise eine Identifikationsanfrage, die wir gleichzeitig machen, entweder beantwortet, dann kann auch da die Behörde tätig werden, oder sie ist abgelaufen und dann wird der Domainname gelöscht. Ich komme später noch zu den Zahlen. Artikel 15 hat aber auch eine Einschränkung, und zwar von den Fällen, bei der er zur Anwendung kommt, zum Beispiel bei Copyright Violations kommt er nicht zur Anwendung. Er kommt eigentlich unter 3 Bedingungen zur Anwendung. Das erste ist, wenn mit unrechtmäßigen Methoden an sensible Daten gelangt wird, also das ist Phishing, das sind alle Datenschutzverstöße, wo persönliche Daten involviert sind. Und das zweite ist, wenn schädliche Software verbreitet wird oder genutzt wird. Das heißt, wenn es Drive-By gibt, wenn unter dem Domainnamen ein Common Control Server ist, dann können wir diese Maßnahmen treffen. Und das dritte ist, wenn eine Handlung im Sinne von Buchstabe A oder B unterstützt wird, das heißt, wenn zum Beispiel jetzt ein Name-Server für ein Botnet betrieben wird. Diese 3 Dinge sind halt Sachen, wo es eigentlich eine schnelle Reaktion braucht. Bei Phishing weiß man, nach 4 Stunden hat die Hälfte geklickt, und wenn man das nach 5 Tagen erst sperrt, ist der Effekt eigentlich gleich 0. Ich habe von Blockieren geredet, oder vielmehr die Verordnung redet von Blockieren, und ich denke, da ist es wichtig zu unterscheiden, dass wir als Registrierungsstelle anders blockieren wie ein Netzwerkbetreiber. Das ist jetzt das Blockieren, wie es zum Beispiel das Geldspielgesetz verlangt. Das heißt, wir haben einen ISP, der betreibt einen rekursiven Resolver, und auf diesem rekursiven Resolver muss er einen Domainnamen blockieren. Das heißt, er gibt für diesen einen Domainnamen eine falsche Antwort, obwohl der autoritative Nameserver eigentlich noch die richtige Antwort bereithält. Wie sicherlich alle wissen, lässt sich das Ganze leicht umgehen, indem man einfach einen anderen DNS-Server benutzt. Bei dem, was wir machen, sieht es anders aus. Da wird nichts auf dem rekursiven Nameservern blockiert. Es wird auf den autoritativen Nameservern, in dem Fall in der CH-Zone, wird die Delegation entfernt. Das heißt, der Name verschwindet aus der CH-Zone, es gibt keinen Nameserver-Eintrag mehr für den Domainname, und damit ist der Domainname eigentlich für die allermeisten rekursiven Resolver nicht mehr auflösbar. Sei denn, der rekursive Resolver hat zufällig die Zone auch noch autoritativ, aber das ist meistens irrelevant. So eine Blockierung kann nicht jeder von uns verlangen, die können nur sogenannte vom BAKOM anerkannte Stellen für die Bekämpfung der Cyberkriminalität verlangen. Das ist seit 2010 eigentlich Melanie. Die Aufgabe von Melanie ist vor allem Schutz der kritischen Infrastruktur und Schutz des Internets in der Schweiz. Seit 2018 ist es auch die Kantonspolizei Zürich. Die Kantonspolizei Bern kam letztes Jahr hinzu, genauso wie die Zugerpolizei, die eigentlich
ja, seit diesem Jahr dabei ist. Artikel 15 hat noch jede Menge andere Paragraphen, wie die Identifikation vom Halter, das Löschen von dem Domainnamen, wenn sich der Halter nicht identifiziert. Es gibt eine Umleitung vom Datenverkehr und es gibt auch eine Berichterstattung an das BACOM. Das heißt, sowohl die beteiligten Behörden als auch Switch müssen dem BACOM jedes Jahr und jeden Monat einen Bericht erstatten. Jetzt, was immer wichtiger wird, ist die Zusammenarbeit mit den Behörden. Vor 5 Jahren hatten wir eigentlich meistens klassisches Phishing oder Malware. Das ist was, das konnten wir als CERT selbst beurteilen. Wenn es eine Phishing-Form gibt, haben wir gesehen, ja, das ist Phishing gegen eine Schweizer Bank und konnten das beurteilen und konnten von diesen 5 Tagen, die wir selbst handeln dürfen, Gebrauch machen, was bei Phishing meistens schon gelangt hat. Mittlerweile wird es immer schwieriger. Wir haben diese Fake-Webshops und da können wir zum Beispiel als CERT auch nicht beurteilen, ist das ein legaler Shop oder ein illegaler Shop. Und da arbeiten wir mit den Schweizer Behörden zusammen. Und das sind die Zahlen, die wir im letzten Jahr hatten. Das erste ist die Amtshilfe. Das heißt, da haben uns Schweizer Behörden, nachdem wir ihnen gesagt haben, da gibt es Registrationen und da ist so ein Shop drauf, der ein Fake-Webshop sein könnte, haben uns die Behörden in 2507 Fällen gesagt, bitte identifiziert den Halter. Oder die Behörden haben das von sich aus gemacht, weil sie von einem Bürger drauf angewiesen wurden. Von den 2507 Fällen hat der Halter in 107 Fällen geantwortet. Da sind jetzt auch so Fälle dabei, wie Leute kaufen was bei irgendeinem Webshop und sind nicht zufrieden und erstatten eine Anzeige bei der Polizei. Und dann versucht die Polizei natürlich erst mal rauszufinden, wer ist denn jetzt wirklich hinter dem Webshop. Also es ist nicht immer so, dass es ein Fake-Webshop ist, der gar nicht existiert. Es sind auch ganz normale Konflikte, die auch in der echten Welt existieren, die sich da ins Internet verlagern, wo wir den Behörden einfach sagen, wer ist denn dahinter. Das Zweite sind die Anträge von anerkannten Behörden gemäß Artikel 15. Die sind auf der linken Seite. Da schalten wir den Domainnamen sofort ab, wenn wir die Anfrage der Behörde haben. Da hatten wir 1492 Fälle letztes Jahr und von denen hat sich kein einziger gemeldet. Bis jetzt war es auch erst einmal so in 10 Jahren, dass sich einer gemeldet hatte, wo wir den Domainnamen sofort blockiert hatten. Und das war auch eher ein Unverständnis von einem Halter wie ein Fehler seitens der Behörden. Das Ganze läuft jetzt seit ungefähr 7 Jahren. Die VED wird momentan im Rahmen der Revision des Fernmeldegesetzes revidiert und es gibt ein paar Änderungen, auf die ich jetzt eingehen möchte. Insgesamt sind es mehr Änderungen, aber ich glaube, die Änderungen, die relevant sind, was die Bekämpfung von Cybercrime betrifft, sind vor allem diese 4 Änderungen. Das erste ist das Bereitstellen von Daten über WHOIS. Das wird sich ändern, da wird sich die Schweiz eigentlich dem EU-Standard anschließen. Das zweite ist die Umleitung von Verkehr, die wird präzisiert. Es gibt eine Änderung bei der Zuteilung und Delegation zum Zeitpunkt sozusagen, wenn jemand einen Domainnamen registriert. Und es gibt einen Zugang zur CH-Zone als Ganzes. Das erste ist der WHOIS-Dienst. WHOIS, wer kennt WHOIS? Genau, im WHOIS steht momentan in der Schweiz, auf wen ist der Domainnamen registriert. Es steht keine E-Mail-Adresse drin. Und neu soll das geregelt werden, vor allem um die personenbezogenen Daten der Halter zu schützen, dass wir eigentlich nur noch den Organisationsnamen, falls es eine Organisation gibt, veröffentlichen und eine User-ID der Halterinnen oder des Halters, aber nicht den Namen von privaten Haltern. Anders ist es, wenn es eine juristische Person ist, dann können wir die Daten veröffentlichen oder auch wenn der Halter oder die Halterin der Veröffentlichung zustimmt. Das ist momentan der Entwurf, es ist gerade die öffentliche Vernehmlassung. Wer möchte, kann sich dazu äußern. Also es ist sicherlich ein Plus für den Datenschutz der privaten Halter und Halterin, weil die Daten nicht mehr im
hohe ist, für jedermann einsichtbar sind. Es gibt trotzdem einen Zugriff von Behörden auf diese Daten. Das muss man wissen. Also es ist nicht so, dass die Daten ganz verschwinden, aber wer ein berechtigtes Interesse hat, der kommt weiterhin an die Daten. Aber die muss er der Registrierungsstelle nachweisen und wir überprüfen das. Das Zweite ist, sind die Maßnahmen beim Missbrauchverdacht. Das ist Artikel 15, der wird erweitert. Der sieht jetzt schon eine Umleitung von Datenverkehr vor. Kam bis jetzt noch nie zum Einsatz. Die Idee ursprünglich bei dem Artikel war, dass wenn es einen Domainnamen gibt, der als Common Control Server genutzt wird, kann man den Verkehr umleiten und die Bot-Clients identifizieren und benachrichtigen. Es kam bis jetzt nie vor, aber die Revision sieht vor, dass man die Umleitung des Verkehrs auch explizit machen kann, um eine Informationsseite anzuzeigen. Das heißt, wenn es eine Phishing-Seite gibt und eine Behörde meldet uns die und sagt, wir möchten diese Seite blockieren, kann die Behörde uns gleichzeitig auffordern, den Verkehr umzuleiten und kann dann dort eine Informationsseite anzeigen. Also vom FBI kennt man das, wenn die Domainnamen beschlagnahmt haben, dann steht, dieser Domainname ist beschlagnahmt vom FBI, du kannst dich hier melden, wenn du damit was zu tun hast. Das Dritte ist die Zuteilung von Domainnamen. Das BAKOM möchte der Registrierungsstelle erlauben, zum Zeitpunkt der Zuteilung, das heißt, wenn jemand einen neuen Domainnamen registriert, den Domainnamen zwar zuzuteilen, das heißt, er wird im HOIS erscheinen mit dem Namen, also der Name ist nicht mehr im HOIS, aber mit der Identität des Registranten, aber die Registrierungsstelle darf die Konfiguration, heißt es hier, also die Aktivierung und die Delegation von dem Domainnamen aufschieben. Und zwar dürfen wir die Aktivierung des Domainnamens so lange aufschieben, bis der Halter sich gemeldet hat innerhalb von 30 Tagen oder den Domainnamen löschen, falls der Halter, der einen Domainnamen gemeldet hat und sich nicht identifiziert, sich nicht bei uns meldet. Es gibt zwei Fälle, in denen wir das dürfen. Das erste ist, wenn eine Behörde uns anweist, das zu tun. Das heißt, wenn ein Domainnamen schon mehrmals missbraucht wurde und eine Behörde hat aus irgendwelchen Gründen das Wissen, dass der wieder missbraucht wird, können Sie sagen, wenn der Domainname registriert wird, müsst ihr erst den Halter identifizieren, bevor er ihn aktiviert. Das zweite ist, wenn wir selbst den Verdacht haben, dass es falsche Halterangaben gibt. Das heißt, wenn jetzt jemand einen Domainnamen als Mickey Mouse registriert, können wir sagen, bitte schick uns erst den Ausweis von Mickey Mouse und dann erst werden wir den Domainnamen aktivieren. Bis jetzt macht das eine Registrierungsstelle weltweit, das ist Dänemark und die haben damit eigentlich recht großen Erfolg, was die Verhinderung von Registrationen unter falschem Namen betrifft. Das ist wirklich eine Neuheit in der neuen VED. Die Daten im DNS sind zwar alle öffentlich, aber die CH-Zone als Ganzes, die wird momentan noch nicht veröffentlicht. Und in der neuen VED soll der Zugang zu der Zone eigentlich geöffnet werden und wir dürfen die Zone zur Verfügung stellen zur Bekämpfung von Cyberkriminalität oder für forschungsbezogene oder andere Zwecke im öffentlichen Interesse. Eine Sache, die für uns ein bisschen mühsam ist, ist, dass das angepasst ist an die ICANN-Bedingungen, dass wir die Identität des Anfragers überprüfen müssen, beziehungsweise ihn auffordern, dass er seine Identität korrekt bekannt gibt. Aber an sich heißt das, dass jeder, der vorgibt, etwas im öffentlichen Interesse zu tun, an die Zone kommt. Und ich denke, das ist sehr wichtig, weil die Bösen haben die Zone sowieso schon, die kann man sich auf dem Schwarzmarkt besorgen, die kann man enumerieren, die kann man mit einer Wörterbuchattacke bekommen. Aber für viele Security Researcher ist es doch schwierig, ein NDA zu unterschreiben, weil da gewisse Bedingungen drin sind, die sehr viele nicht akzeptieren können, vor allem haftungsmäßig. Und damit sind sie aus der Haftung raus. Und wenn wer zum Beispiel sehen möchte, wie sieht es mit TLS-Zertifikaten auf allen CH-Domains aus, der kann die Zone von uns bekommen und kann dann seine Forschungsarbeit machen und auch die Daten veröffentlichen.
Das ist die Revision. Die Revision läuft noch bis 25. März. Es ist eine die öffentliche Vernehmlassung zur Revision läuft noch bis zum 25. März. Wer Interesse hat, kann sich da gerne melden. Soviel ich weiß, wurde die digitale Gesellschaft auch eingeladen, einen Kommentar abzugeben zu den zu allen Verordnungen zum Fernmeldegesetz. Und ich hoffe auch, dass Sie das tun. Dann bedanke ich mich für eure Zeit und bin gespannt auf die Fragen. Gibt's Fragen? Bei Phishing, wenn dort die Delegation entfernt wird, wie lange ist der Time to Live für so eine Delegation? Der Time to Live in der CH-Zone ist 24 Stunden, allerdings wird der meistens überschrieben vom Time to Live in der autoritativen Zone. Also theoretisch könnte jemand in seiner autoritativen Zone das auf 7 Tage setzen. Unsere Erfahrung ist, dass die allermeisten Resolver nach 4 Stunden den Eintrag sowieso wegschmeißen und neu holen. Also das ist das, was relevant ist. Gibt es weitere Fragen? Gut, dann danke ich herzlich für die Aufmerksamkeit und dir für den informativen Überblick und wünsche euch weiterhin viel Spaß am Kongress.